Ja, hallo und Servus bei Wolfsbike Kontur TV. Wie manche vielleicht wissen, bin ich bei Koffersystemen ein Fan vom Zega Pro von Duratech, die mich und meinen Tiger ja schon auf unzähligen Reisen begleitet haben, sehr zuverlässig sind. Bei meiner CCM war für mich aber von Anfang an klar, dass da nur ein Soft-Gepäcksystem in Frage kommt. Und ich habe mich da zu Beginn gleich einmal für das Originale entschieden, das sensationell durchdacht ist, das wirklich zum Montieren und so wunderbar ist, das allerdings von der Qualität her nicht ganz ausreichend war. Also wasserdicht war es sowieso nicht wirklich, also gerade so Regengüsse zu überstanden, aber wenn's wilder worden ist, ist dann manchmal schon der Inhalt ein bisschen feucht worden, wenn man es nicht innen noch zusätzlich geschützt hat. Aber vor allem hat der Zip dann mit der Zeit sein Leben aufgegeben. Jetzt habe ich mich dann am Markt umgeschaut nach was Neuem, bin dann letztendlich jetzt bei der Enduro 3 Satteltasche von Wolfman Luggage gelandet. Sind nicht ganz leicht zu bekommen in Europa noch, sie kommen aus Amerika. Aber wir haben den Gedanken recht leibend gefunden, dass der Wolf jetzt mit Wolfman Luggage unterwegs ist. Und deswegen möchte ich mich auch bei Wolfman Luggage bedanken, dass sie mir da recht entgegengekommen sind. Die Enduro 3 Saddlebags, 3 steht nicht für die Zahl 3, sondern für trocken, sind sehr durchdacht, haben 18 Liter Fassungsvermögen auf jeder Seite. Das reicht mir im Großen und Ganzen bei meinen Reisen da in Europa aus. Wenn ich mehr brauche, kommt dann ganz einfach noch die Gepäckrolle von Duratech drauf. Die Enduro-Linie von Wolfman ist an sich gedacht für Enduros oder Tourensportbikes, die kein Gepäckträgersystem, keine Gepäckhalter montiert haben. Ich habe ja hier auf der CCM welche drauf, deswegen habe ich es ein bisschen anders montiert, als das von Wolfman Luggage vorgeschlagen ist. Ist sehr durchdacht, die ganze Geschichte, sehr, sehr robust, gut verarbeitet. An sich ist es aber gedacht, dass man das jetzt da nach vorne irgendwo am Rahmen oder irgendwo anzurrt. Ich habe mich, wie gesagt, eben für die Gepäckträger entschieden. Hinten ist es auch recht leicht angebracht, egal ob man hier so eine Gepäckbrücke hat oder ob man es nur ein Kotflügel hat mit diesen beiden Haken, die auch nichts bestätigen. Einfach hier eingehängt und dann das Ganze festgezurrt. Man hat auch hier zusätzlich noch insgesamt 8 so Ringe, wo man zusätzliches Gepäck anbringen kann, wie eine Gepäcksrolle. Also das kann man dann hier alles recht gut festzurren. Die Tasche lässt sich recht weit öffnen. Und dann kann man auch hier so wasserdichte Taschen hier reingeben. Ich habe es jetzt nicht ganz voll gemacht, so viel Schmutzwäsche habe ich nicht zu Hause gehabt, um es voll zu machen. Und das stopft man dann hier ganz einfach hier wieder rein. Dann rollt man die ganze Geschichte so ein. Und kann das dann eben hier mit den Klippverschlüssen zumachen. Und das hält dann bombenfest. Wenn man mit diesen wasserdichten Innentaschen arbeitet, hat das den Vorteil, dass ich das Gepäcksystem drauflassen kann über Nacht. Also wenn ich zum Beispiel auf einem abgesperrten Innenhof oder in einer Garage das Motorrad stehen habe. Aber auch ansonsten ist es relativ schnell runtergenommen vom Motorrad. Ich brauche nur hinten das Lockern. In meinem Fall eben hier das hier ausfädeln. Ist jetzt die Frage, ob ich mir die Dinge kürze. Wenn ich jetzt so die Enduro-Taschen habe, schmeiße ich es einfach hier drüber, dass das gut hier liegt. Habe im Hinten diese beiden Haken, einmal, zweimal. Wie gesagt, an sich würde das jetzt hier vorne am Rahmen festgezurrt werden, wenn man keinen Gepäckhalter drauf hat. Ich habe mich aber dazu entschlossen, es am Gepäckhalter zu montieren. Ist eine Geschmackssache, ist aber alles relativ schnell erledigt. Auf der anderen Seite das gleiche Spiel.
einmal hier durchfädeln, einmal festzurren. Wenn man es einmal heraus hat, ist es recht schnell montiert, recht schnell rauf und runter gegeben. Hier kann ich es jetzt dann noch festzurren. Mir gefällt es recht gut, ist nicht so groß. Ich wollte eben, wie gesagt, oft das ist eben nichts Großes, nicht so große Satteltaschen, die man teilweise auf den Kofferhaltern montieren kann. Aus Erfahrung kann ich sagen, diese zwei kleinen plus dann auch vielleicht eine Gepäcksrolle für mein ganzes technisches Krempel reicht vollkommen aus für mich für 2-3 Wochen Enduro-Reise. Wenn das Zelt dabei ist, kommt dann noch eine zweite Gepäckrolle drauf. Geht sich aber alles hier wunderbar aus. Ohne dass es dich beim Fahren einschränkt. Das ist ja das Wichtigste. Du willst ja beim Enduro-Fahren das Gepäck nicht spüren. Was mir halt sehr gut gefällt bei dem Gepäcksystem ist, dass es total universell einzusetzen ist. Du kannst noch wunderbar andere Sachen draufschnallen. Du hast das sehr gut geschützt alles. Das hält sehr, sehr stabil. Was beim Enduro-Fahren eben extrem wichtig ist, also dass das Gepäck nicht herumrutscht oder so, das kannst du richtig schön gut festzurren. Also wie gesagt, mit wenigen Handgriffen ist sie montiert, total fest, da wackelt nichts und das ist eben beim Enduro-Fahren ganz, ganz wichtig. Gut, das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Schreibt bei den Kommentaren dazu, was ihr so verwendet, ob es mehr die Koffertypen seid oder ob es auch auf Softgepäck setzt. Speziell dann, wenn es mit einer kleineren Enduro unterwegs seid oder ob es vielleicht nur eine Gepäckrolle und einen Rucksack dabei habt. Würde mich interessieren. Und wie immer, ganz, ganz wichtig, hört's auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ha ha ha.